Warum klinge ich schief beim Singen? Heute möchte ich dir drei Faktoren an die Hand mitgeben und was du korrigieren kannst, jetzt in diesem Video. Mein Name ist Tanja Levy, ich bin zertifizierter Vocal Coach im Tanja Levy Vocal Studio und wir haben die Gesangsausbildung für Sänger. 3 Monate, 16 Module, 5 Dozenten und alle Techniken, die es auf dem internationalen Markt gibt. 4-mal im Jahr kannst du dich anmelden und im Sommer sogar intensiv 3 Monate, je 3 Stunden, immer dienstags und am Wochenende siehst du deine Dozenten. Ich möchte dir helfen, dein Gesang zu transformieren, stark zu singen und nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Alltag stark zu sein. Warum du schief klingst? Nummer 1. Nummer 1, der Gaumensegel. Darüber habe ich ganz oft gesprochen in vielen verschiedenen Videos. Es gibt auch ein extra Video, das verlinke ich gleich mal da oben. Der Gaumensegel, der hängt bei dir schief. Und zwar müsste der aufgerichtet sein. Es gibt 3 Stufen von Gaumensegel und zwar und du hörst auch schon heraus, dass wenn ich den nicht anhebe, der Gesang flat wird, sprich stumpf und schief und einfach am Ton vorbei. You shout it out, but I can't hear a word you say. Ist Gaumensegel weit unten. Was wir also möchten ist, you shout it out, but I can't hear a word you say. Gaumensegel muss also hoch. Hier ist nochmal ein Bild vom Gaumensegel und du kannst sehen, wir haben einmal den harten Teil im Gaumen und den weichen Teil. Und dieser weiche Teil, der kann sich einmal absenken. Und wenn er sich zu tief absenkt, dann klingst du schief und du bist flat und der Gesang geht nicht richtig auf in der Resonanz. Nummer 2 ist die Einatmung. Denn hier ist ganz, ganz wichtig, dass du eine gute Atmung hast, denn du brauchst einen bestimmten Luftdruck. Du atmest ein und die Art und Weise, wie du die Luft wieder rausbringst, ist entscheidend, denn diese Luft braucht einen bestimmten, einen bestimmten Druck, um diesen Ton in Schwingung zu bringen, um den überhaupt zu bekommen, den zu halten und den schön auszusingen. You shout it out. Das funktioniert nicht. You shout it out. Punkt. Das heißt, richtigen Luftdruck haben und dafür brauchen wir Nummer 3. Die Atemtechnik. Denn ganz entscheidend ist auch hier wie immer, wie du atmest. Viele von euch da draußen, liebe Sänger und Sängerinnen, atmen einfach nach wie vor nicht richtig. Es ist nicht die Brustatmung, Hochatmung, Schnappatmung, es ist die Zwerchfellatmung, Diaphragmatic Breathing oder auch Bauchatmung, umgangssprachlich genannt. Wir wissen ja mittlerweile, wir können nicht in den Bauch einatmen, denn das Zwerchfell trennt den Bauchraum von dem Brustraum. Entscheidend ist hier wirklich das Zwerchfell und dass du in die richtige Atmung kommst. Denn wenn das Zwerchfell nicht aktiv ist für dich, ist der Ton nicht unterstützt und sackt dir ab, weil da auch natürlich dann wieder nicht genug Luftdruck ist. Das ist alles miteinander verbunden. Also eine richtige Atmung. Atme einmal ein, durch die Nase und spür mal, wie das Zwerchfell sich absenkt, uns auch kontrahiert und jetzt bereit ist, wieder die Luft wie eine Pumpe rauszuschießen. Warum du noch schief klingst, ist natürlich, weil du dich nicht richtig hörst. Hörst du dir zu beim Singen oder hörst du der Musik zu beim Singen? Denn das sind entscheidende Faktoren. Einmal bitte auf die Musik hören, herausfiltern, welche Töne sind es. Im besten Fall, wenn du eine App hast oder ein Klavier, kannst du die Töne nachspielen und nachfinden. Es ist nicht oh, es ist nicht das ist alles relativ am Ton vorbei. Man kann am Ton unterhalb vorbei sein oder oberhalb vorbei sein. Auch da ist entscheidend, hörst du dir selber zu beim Singen oder der Musik. Und innerhalb, wenn du singst, kann die Frequenz des Tons sich verändern und auch da kann es wiederum schief klingen oder zu schrill. Deswegen der richtige Luftdruck ist ganz entscheidend, deswegen die richtige Atemtechnik. Wir haben ein Atemtechnik-Paket für dich, was du digital downloaden kannst. 29,90 kostet das. Es ist über 1 Stunde Material für dich. Es sind verschiedene Einheiten, wo ich dich durchführe digital. Du hast Übungen mit dabei und das sind wie kleine Minikurse. 10 Stück, 10 lange Übungen sind dabei und Erklärungen. Tipps und Hilfestellung rund um das Thema Atmung. Denn das ist die Plattform für jeden Sänger, um nicht heiser zu werden, um nicht auszubrennen, um lange gut stabil durchsingen zu können und vor allem auch mit Kraft.
dieses Video für den Gaumensegel. Das ist entscheidend für dich. Und ich sehe dich in der Online-Ausbildung für Sänger 4-mal im Jahr. Lass dich zertifizieren von den Besten der Besten hier in Deutschland mit den meisten The Voice Kids Sängern, die in der Show waren. Das sind wir. Und wir haben auch bei uns die Gewinnerin von The Voice Kids mit dabei im Training.